Hier kommen die Mannschaftsaufstellung dieser Partie Lineups. Wir beginnen mit Portugal, starting with Portugal. Mit der Nummer 1, Number 1, Alfredo Quintana. Nummer 16, 16, Ricardo Carreras. Nummer 4, Number 4, Pedro Pantera. Nummer 5, Number 5, Gilberto Duarte. Nummer 6, Number 6, Hugo Rocha. Nummer 10, Number 10, Diogo Marquino. Nummer 13, Number 13, Pedro Pinola. Nummer 14, Number 14, Luis Silva. Nummer 16, Number 17, Thiago Rocha. Nummer 19, Number 19, Miguel Martins. Nummer 20, Number 20, Bruno Pereira. Nummer 23, 23, Antonio Barrera. Nummer 24, Number 24, Isatre Carvacanti. Nummer 28, Number 28, Jorge Silva. Nummer 34, 34, Fabio Antunes. Und die 87, 87, Danaro Sabina. Herzlich willkommen auf die Bank, Carlos Martinho, Paolo Pereira, Stefano Pereira und Paolo Castellano. Herzlich willkommen, Portugal! Wir begrüßen ganz herzlich die Schiedsrichter, Please welcome the referees. Herzlich willkommen, Vaidas Macheca und Midugas Gatales. Ausgebildete Mann und wir kommen zur Vorstellung der deutschen Die 36, Stürmer!
einverstanden ist, wird diese ehrenvolle Aufgabe übernehmen. Wir gratulieren zum 50. Länderspiel. Tobias Reichmann! Ja, liebe Zuschauer, im Sinne der Fairness gegenüber Spielern, Offiziellen und Schiedsrichtern und im Interesse des Handballsports bitten wir Sie als Zuschauer, unsere Mannschaft fair zu unterstützen und allen aktiven Zuschauern positiv zu begegnen. Ladies and Gentlemen, as we have this, to ensure fair conditions for all players, officials and referees, and in the interest of the sport of handball, we kindly request in this contest to support your team in a fair manner and to show a positive attitude towards all participants. Thank you. Wir begrüßen auch ganz besonders den Präsidenten des portugiesischen Handballverbandes, wir hören Nero, und natürlich herzlich willkommen auch der Präsident des Deutschen Handballbundes, wir eben schon erwähnt, und jetzt nicht immer die Beziehungsmitglieder des Deutschen Handballbundes, den Ehrenpräsidenten Ulrich Strombach, den Oberbürgermeister der Stadt Wetzlar, Manfred Wagner und Harald Sinner, den Bürgermeister von Wetzlar. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen Ihnen allen und jetzt.
Zunächst herzlich willkommen zu 4 für die deutsche Mannschaft. Wir fahren uns mit dem Torschützen, die Nummer 95, und das ist Paul. Dann haben wir eine 2-Minuten-Strafe durch die deutsche Mannschaft. Es hat keine Nummer 25. Das war Pietro Spinola, Fabio Acuña.
Die Nummer 33, Dietrich Maria Andreas. Lange bleiben, sich anbieten hier oder hier weggehen, wirklich weg. Und dann können wir hier gegenlaufen auf beide Seiten. Aber lass ihn nicht hier isoliert stehen hier. Immer anbieten, passt bereit, dann drauf, komm mal. Los, wenn auf. Hey, vorne vier links, über vom Ding. Ja. Weg! Thank you.
Erstmal jetzt in Unterzahl, aber scheißegal. Wir spielen weiter, wenn die 5-1 decken. 5a plus 2 ist gut. Bleib mal hier breit. Einfach hier breit, bei dem Wechsel. Dann guter Einlauf hier. Guter Einlauf. Und dann, wenn er hier wegnimmt, nicht zu früh in die Mitte, sondern hier parallel. Und dann haben wir den Kreislauf hier. Ja? Dann wegkarten. Los, schlag ihn! Abwehr, Abwehr, komm! Wieder weiter. Los! Thank you.
für die deutsche Mannschaft. Türmann 16, Stefan Weidert. Das war Topfen von Wiesn, clever gemacht von der O15.
Und damit bleibt es beim Halbzeitstand Deutschland-Portugal zum Auftakt der Qualifikation hier in der Ritter-Arena in Wetzlar bei 16:10. Führung für die deutsche Mannschaft. Und jetzt in der Halbzeit übergebe ich wieder an Jens Zimmermann. Jens, ich glaube, wir haben vor allen Dingen heute zwei klasse Torhüter gesehen. Dankeschön, Dirk. Ja, das haben wir absolut und wir freuen uns gleich auf das Ab-Halbzeit-Gewinnspiel. Das war Dirk Metzmeier, der mein Kollege, der für Sie ja das Spiel kommentiert. Wir gehen kurz ab in die Werbung und dann melden wir uns mit dem Ab-Halbzeit-Gewinnspiel. Ja, wir stehen. 1, 2, 3. Olli kann mich noch nicht hören. Können wir das einmal kurz checken? Eins, zwei, drei, vier. Jetzt hörst du mich? Gut. Dass die eine Lampe noch nicht an ist, macht uns nichts, oder doch? Oder hier ist noch eine Lampe nicht an. Brauchen wir die nicht? Oder sollen wir die noch anschließen? Ich weiß es nicht. So, Lampe ist auch an. Von uns aus kann es losgehen. Jeden Tag machen wir Fotos von Dingen, die wir lieben. Doch dann verschwinden sie auf Festplatten oder im Netz. Behalten Sie Ihre schönsten Momente in bester Erinnerung. Die deutsche Nationalmannschaft mit Andreas Wolf im Tor auf dem besten Weg. Die ersten beiden wichtigen Punkte für den Weg nach Kroatien, für den Weg zur Europameisterschaft 2018 einzusammeln. Gegen Portugal steht es hier zur Pause in der EM-Qualifikation 16:10 und bei uns ist für die ganz kurze Halbzeitanalyse der Teammanager Oliver Rogisch. Olli, es ist ganz viel über Belastung und über falsche Termine gesprochen worden im Vorfeld dieser Partie. Das ist der Mannschaft aber überhaupt nicht anzumerken. Die sind konzentriert auf den Punkt, oder? Es wäre auch schlimm, wenn es so wäre. Ich glaube, Dago findet auch immer wieder die richtigen Trainingseinheiten, um da auch ein bisschen Gas rauszunehmen, dass die Jungs fürs Spiel top fit sind. Und ich glaube, das Ergebnis sieht man heute. Die Jungs sind fit, haben viel Spaß am Handball und ich glaube, das ist Grundvoraussetzung. Ein sehr auffälliger Spieler heute mit vielen guten Akzenten ist Simon Ernst. 5 Treffer hat er schon gemacht, leitet da die Fäden in der Offensive der deutschen Handballnationalmannschaft. Das ist eine sehr beeindruckende Leistung heute, oder? Ja, er hat auch in der Liga einen Riesensprung gemacht die letzten 2 Jahre und er wird immer konstanter und ist ein ganz wichtiger Mann für Gummersbach und auch für uns. Und der Trainer schenkt ihm heute Vertrauen von Anfang an und er zahlt zurück und ist schön zu sehen. Warum sind diese 6 Tore Vorsprung trotzdem kein Garant dafür, dass dieses Spiel am Ende auch zugunsten der Deutschen ausgeht? Weil man nicht davon ausgehen kann, dass Portugal in Überzahl es weiterhin so schlecht macht wie bisher. Wir haben jetzt 4 Zeitstrafen, das sind 1-2 zu viel. Ein bisschen unglückliche Aktion, aber wenn wir weiter so denken, an die Wolf so gut hält, dann sollten wir das Spiel hoffentlich gewinnen. Aber wir müssen weiter konzentriert spielen. Die Portugiesen, wie gesagt, haben auch noch Steigerungspotenzial. Dann sind wir gespannt auf die zweite Halbzeit, freuen uns drauf. Vielen Dank, Oliver Rogisch. Und liebe Zuschauer, ich darf Ihnen noch das Ergebnis der anderen beiden Mannschaften in dieser EM-Qualifikationsgruppe verraten, denn da gewinnt Slowenien deutlich am Ende gegen die Schweiz mit 32:27. Hier nochmal eine kurze Pause aus der Ritterl Arena in Wetzlar und dann sind wir gleich wieder da mit Deutschland-Portugal. Bleiben Sie bei uns. Lidl lohnt sich, meine Damen und Herren.
Andreas Wolf im Tor auf dem besten Weg. Die ersten beiden wichtigen Punkte für den Weg nach Kroatien, für den Weg zur Europameisterschaft 2018 einzusammeln. Gegen Portugal steht es hier zur Pause in der EM-Qualifikation 16:10. Und bei uns ist für die ganz kurze Halbzeitanalyse der Teammanager Oliver Rogisch. Olli, es ist ganz viel über Belastung und über falsche Termine gesprochen worden im Vorfeld dieser Partie. Das ist der Mannschaft aber überhaupt nicht anzumerken. Die sind konzentriert auf den Punkt, oder? Es wäre auch schlimm, wenn es so wäre. Ich glaube, Dago findet auch immer wieder die richtigen Trainingseinheiten, um da auch ein bisschen Gas rauszunehmen, dass die Jungs fürs Spiel top fit sind. Und ich glaube, das Ergebnis sieht man heute. Die Jungs sind fit, haben viel Spaß am Handball und ich glaube, das ist Grundvoraussetzung. Ein sehr auffälliger Spieler heute mit vielen guten Akzenten ist Simon Ernst. 5 Treffer hat er schon gemacht, leitet da die Fäden in der Offensive der deutschen Handballnationalmannschaft. Das ist eine sehr beeindruckende Leistung heute, oder? Ja, er hat auch in der Liga einen Riesensprung gemacht die letzten 2 Jahre und er wird immer konstanter und ist ein ganz wichtiger Mann für Gummersbach und auch für uns. Und der Trainer schenkt ihm heute Vertrauen von Anfang an und er zahlt zurück und schön zu sehen. Warum sind diese 6 Tore Vorsprung trotzdem kein Garant dafür, dass dieses Spiel am Ende auch zum Gunsten der Deutschen ausgeht? Weil man nicht davon ausgehen kann, dass Portugal in Überzahl es weiterhin so schlecht macht wie bisher. Wir haben jetzt 4 Zeitstrafen, das sind 1-2 zu viel. Ein bisschen unglückliche Aktion, aber wenn wir weiter so decken, an die Wolf so gut hält, dann sollte man das Spiel hoffentlich gewinnen. Aber wir müssen weiter konzentriert spielen. Die Portugiesen, wie gesagt, haben auch noch Steigerungspotenzial. Dann sind wir gespannt auf die zweite Halbzeit, freuen uns drauf. Vielen Dank, Oliver Rogisch. Und liebe Zuschauer, ich darf Ihnen noch das Ergebnis der anderen beiden Mannschaften in dieser EM-Qualifikationsgruppe verraten. Denn da gewinnt Slowenien deutlich am Ende gegen die Schweiz mit 32:27. Hier nochmal eine kurze Pause aus der Rittal Arena in Wetzlar und dann sind wir gleich wieder da mit Deutschland-Portugal. Bleiben Sie bei uns. Noch mehr Erfrischung gibt's auf www.heilermann-radio.de.
Zur Halbzeit haben die Schweizer noch 15 zu 12 geführt, aber am Ende Slowenien noch sehr knapp mit 5 Toren Vorsprung gewonnen. In der Schweiz ist unsere Mannschaft hier am Samstagabend um 17:45 zu Gast. Weitere Ergebnisse: Russland gegen die Slowakei 31:31. Weißrussland gegen Rumänien 23:26. Und Ungarn gegen Lettland 24:16. Dankeschön, Jörg. Meine Damen und Herren, Mannschaften sind gleich wieder so weit und gleich sind wir wieder hinausgegangen. Wir geben die deutschen Rohstuben. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Für die Besuchung für den Besuch und für die Besuchung.
Thank you.
Thank you.